Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Wieder aufverkämmer, ey. Es hier richten Hammer aus. Ich denke, so Friends. Heute geht's von Italien nach Slowenien um. Wieder bei allerbesten Wetter. Tanken muss ja auch mal. Irgendwann einmal demnächst. Wetter sagt halt nicht ganz so schlecht, aber da schauen wir einfach einmal. Nee, ich habe noch 100 Kilometer, 120 Kilometer. Dein Helm ist noch auf. Sehr gut, Helm sollte man vielleicht auch so machen. So, dann geht's los. Und jetzt fahren wir erst einmal ein paar Stunden zu einem Pass, wo ich letztes Jahr schon mal war. Da fahren wir jetzt nur mal hin, wo Schnee angesagt worden ist. Da bin ich mal gespannt drauf. Wird es wieder zapfig werden, aber ist ja alles keine Dramatik. Und jetzt fahren wir erst einmal, dass wir ein bisschen Strecke machen. Raus aus Italien, eine nach Slowenien. So, jetzt geht's langsam schon ins Hinterland, noch auf der italienischen Seite. Und jetzt kann es vielleicht tricky werden. Und zwar, jetzt geht es nämlich ins Hinterland und da kommt keine Tankstelle mehr. Ich habe jetzt noch Pi mal Daumen 120, 130 Kilometer Tankreichweite und der Trip insgesamt ist 170 Kilometer. Da haben wir jetzt gesagt, da fahren wir jetzt einfach mal eine Benzinpumpe, hätten wir sogar dabei, wenn es war, dann muss ich halt abzapfen. Aber Plan B, Benzinpumpe, außer es kommt noch irgendwo eine Tankstelle, da lassen wir uns mal überraschen. Da fahren wir jetzt einfach einmal. Und da vorne, Welcome to Slovenia. Haben wir schön Slowenien. Slovenia, 150 Meter. Sehr gut. Später. Leider geschlossen. Hat halt wahrscheinlich einen Grund, dass es gesperrt ist. Oder sollen wir mal kurz mappen? Gut, ich stelle mich mal beiseite. Dass die Leute durch können, oder? Ich hab nichts verstanden. Dass die Leute durch können! Schreibe nichts so an! So, unten steht zwar ein Schwert dabei, dass man da eigentlich nicht fahren darf, offiziell. Aber es ist gerade ein italienischer Motorradfahrer Obi-Kämmer und der hat gesagt, ab 8 Kilometer kommen wir aufgefahren. Aber dann haben wir nicht mehr ganz verstanden. Und schauen wir einfach mal. Also ganz aufgekämmer werden wir dieses Mal auch wieder nicht. Aber ein bisschen können wir schon fahren. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Weißt du, was ich da sag? Wenn du mal wahrscheinlich eh nichts siehst und nur 8 Kilometer aufgefahrst, dann würde ich mal die 10 Euro da sparen und wann anders da mal kommen. Ja. Weißt, wenn du den nicht ganz aufgekommst, senkst du hast nichts und wäre das auch nicht gut. Ja, ist echt. Dann fährst du bis zur Hälfte, keine Ahnung, auf und dann ist das Ende. Ja, ja. Also, meine Meinung. Ja. Ach so, nur bis da oben. Ist das rutschig. Jetzt fahren wir retour. Richtung Unterkunft und dann schauen wir mal, wo es halt sonst noch so kommt. Lass dich überraschen. Thank you.
So, am Ende vom Tal angekommen. Jetzt fahren wir einen Pass auf. Und dann haben wir eh nicht mehr lang bis zur Unterkunft. Und dann schauen wir nur mal, ob Offroad noch irgendwas geht heute. Oh oh! Das wird spannend! Findest du wieder lustig, gell? Ja, das finde ich schon lustig. Einmal die Pimmelpumpe. Ja, wenn du genug hast, dann tank ich voll. Ja, da sehe ich was. Und einmal pumpen. Aber da merkst du schon, da bis da drin war ich schon. Also im Sprit bin ich schon. Komm her. Dann tut es ja voll aus. Und dann muss man das jetzt ansaugen. Jetzt hat das, oder? Ja, jetzt hat das. Was? Jetzt. Ich mach jetzt hier. Warte. Ja, mit Schwimmer, weil ab und zu, je nachdem, ob es bergauf oder bergab fährst, you have to pump it. It's, it's the only way. It's the only way to get across the big mountain. Es steht hier Nitro aktiviert. Selbstzerstörung aktiviert. Eine Ewigkeit später. Tankstopp, Gott sei Dank geglückt. Und wenn die Anzeige nicht mehr kommt, dann fahre ich erst einmal, bis gar nichts mehr geht. Und dann müssen wir es auch nicht mehr machen. Aber das war schon, so eine Benzinpumpe ist schon praktisch. Weil vorbei hat es nämlich in der Ortschaft, wo wir waren, keine Tankstelle mehr gegeben gehabt. Und da haben wir dann gesagt, ja, fahren wir halt einfach. Und jetzt geht es auf den Pass. Und jetzt werden wir mal gefahren, bis nichts mehr geht. So, 25 Kern haben wir noch und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir Oman. Oman auch gekommen. Jetzt lasse ich mal die anderen wieder vorfahren. Weil ich leider kein Navi habe. Und da geht's auch wieder zu. Ja, nicht schlecht. So, einmal Abfahrt bitte. Jetzt einmal volltanken hier, bitteschön. So, gerade tanken gewesen. Die Tankanzeige geht gleich aus. Zumindest sollte gleich ausgehen. Jetzt fahren wir nur zu einem kleinen Offroad-Teil hier. Schauen wir mal, was das ist. Und dann geht's zur Unterkunft. Ja. Das glaube ich auch, ja. Also, wir können doch da gleich vorbeifahren, oder? Sicher. Oh, cool. Alter, wenn die Leute in Deutschland auch so drauf warten. Top, haben's aber leider nicht. Dann geht's auf mit Offroad. Gott sei Dank war der jetzt da und hat uns eingelassen. Hey. Boah, der ist aber richtig stark. Was ist denn das? Ich glaube, das ist Downhill. Ja, das ist ein Downhill-Track. Oh, cool. Links, hä? Alter. Wo können wir da hin? Oha! Boah, Alter! Boah, ist das geil! Thank you.
mio. Macht schon sauber Spaß. Oh. Boah, leck, Alter. Ah, okay. Ja. I see. Oida. Geht die Runde weiter, oder? Ist da Sackgasse? Ja. Warte, das sind noch 500 Meter. Muss er sagen, achso, er steigt ab. Dann fahren wir noch vor. Ja. Machen wir mal Lucky Lucky. Ah, okay. Ah, weiß ich nicht. Wenn da Schranken ist. Da vorne ist so ein Eisentor, wo ein Auto davor steht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie privat ist. 200 Meter, dann gehen wir um. Nee, ich würde hier umdrehen. Ja, fahren wir zurück. Ja. Achso, oder willst du hier umdrehen? Achso, weil unten hast du nämlich, hättest auch noch eine Fläche. Oh! Am besten, ja, du kannst die halt. Wie? Oder fahr halt. Achso. Hey, ich fahr schon mal vor, gell? Jetzt fahren wir nur in die Unterkunft, denselben Weg fahren wir dann zurück. Vorne bleiben wir nur mal stehen, machen aber biedeln. So Freunde, bis zum Ende gefahren, dann war das doch kein ganzer Kreisel, doch keine ganze Runde, außer man fährt da rechts auf, aber da wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Deswegen da die Song, machen wir Feierabend für heute, fahren wir den ganzen Weg da nur runter, was ihr schon gesehen habt. Und dann da die Song, wenn euch das Video gefallen hat, Abo da lassen, ein Like, Glocke aktivieren, das wisst ihr sehen. Und dann da die Song, merci fürs Zuschauen. Sagen wir uns beim nächsten Video, Bodenwave, und mit der schönen Aussicht sage ich, merci und habe die Ehre.